Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Pulitzer. Guten Tag. Und ich pack endlich mal den Aubel aus. Die neue Eventschüssel mit der 60mm. Guck dir das lange Rohr an, Mann. Geil. Wo willst du hin? Ups. Ich glaube, ich habe die Karte geguckt. Ja, was haben wir hier? Standardmäßig 6-7er Aubel. Zersiebt vom 7-7er mit Leichtigkeit, aber dafür halt High Velocity 60mm. Mal gucken, wie es wird. Der Spam ist immer noch so ein bisschen gegeben. Ich hab eigentlich gedacht, ich warte ein bisschen, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen länger warten. Auf was? Dass die ganzen Wallet Warriors keine Lust mehr auf das Fahrzeug haben. Achso. Ja, das ist übel. Die ganzen Gegnerteams spielen momentan so viel mit sowas wie dem Bradley, dem BMP-2 oder so, weil die kannst diese Dinger mit allem zersieben, was eine Autokanone ist. Ja, klar. Oder jeder andere Heavy. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich hab's voll versiebt. Wieso? Ich hab nur HE dabei. Bei Russen sinnvoll. Mit 8mm Pen. Ha, ich hab trotzdem immer noch der schnellste auf Platz. Ja gut, gegen Ru geht nix. Außer auf Straße. Ja Leute, das nennt man Fail auf ganzer Linie. Mal gucken, ob ich Assists farmen kann. Würde ich jetzt sprechen. Okay, die schmeißen schon. Ja, dann schmeißen wir mal dazu. Wundert mich ehrlich gesagt, dass die APFSDS nicht auch standardmäßig drin ist. Na gut, aber ist sie ja beim Ru auch nicht. Yeah, ich rede hier von einer ganz normalen HE und nicht von einer Hash oder so, ne? Das ist wirklich eine Knallerbse. Ach, scheiße. Arti, Guck mal, was passiert. Nein, ich glaube. Okay, da hinten wird schon. Ah, jetzt schießt mich schon noch nicht. Und schön. Ich bin das Häusle. Ach mal, was hier gerade abgeht. Oh, der steht ja schön frei. Ah, scheiße, da kommt irgendwas auf uns zugefahren. Ja, ich glaube, da kommt was ein bisschen einiges. Scheiße, ich hab mich durchs Haus getroffen, die Sau. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Na ja, gut, das Reparieren kann ich mir sparen. Oh mein Gott, da kommt einer. Ich bin sowas von tot. Scheiße, ey. Das ist das Blöde an der Muni. Ich kann nicht durch Häuser schießen. Ja. Das ist doch echt mal eine Challenge, damit einen Kill zu machen. Wieso? Der auf der Map zumindest ist ein bisschen kacke, aber. Nein, ich meine mit meiner. Oh. Oh. Ich meine mit meiner Muni. Naja, du musst nur eine Flak finden. Na, 8mm könnten für die meisten Flak sogar zu wenig sein. Vielleicht für so einen Milchtruck. Ja gut, so einen zu finden wird hier glaube ich schwieriger. Ist ja noch einen davon dabei. Ja, das ist der 6-7er mit der 90er. Im Chat werden schon wieder Nettigkeiten ausgetauscht. Ich hab's gar nicht drauf geachtet. Was ging ab? Ach, keine Ahnung, da wird wieder einer des G-Tens beschuldigt. Sehr schön. Gucken, wenn's mich jetzt erwischt, schreibe ich's auch. So, gucken wir mal. Alter, was war. Oh! Schmeißt er da ganz schön. Ja, es war eine BV. Ah. Ja, die kann schmeißen. Oh, irgendwo nee. Rechts ist ein ATGM. Ah, das ist von uns. Boing. Sehr schön. T10 mit einem Schuss? Ja, vorne voll auf die Frontplatte drauf. Wo ist.
Mit der Kackmuni. Wo ist der T55? Der müsste wahrscheinlich im Punkt stehen, aber. Da Richtung 322 ist ein ATGM-Werfer. Wenn du das sagst. Ich sehe nicht. Der, wo sie gerade genebelt hat. Ah, gut, da stehen zwei Bäume dazwischen. Moment, ich muss mal den einen. 800. Ah, scheiße, das ist nicht so ein Baum. Oh, da hinten. Oh. Da fliegt der ATGM auf uns zu. Oh, hat seine Kanone abgefangen? Jo. Ich nehme mal kurz ein bisschen. Alter, 50 Sekunden. Nope. Alter, der will dich echt dringend. Ich werde noch ein Stück weiter zurückfahren. Es gibt schlechtes Wetter, die ATGMs fliegen tief. Ich fahre mal ein Stück nach rechts, der klappt der vermutlich. Nach rechts würde ich nicht fahren, wenn du hochfährst, sieht er dich. Ich werde ja links rumfahren. Ja, ein bisschen zickzack. Naja. Oh, von rechts hinten. Ich hab dich gesehen. Oh, fuck, hab daneben. Das ist ein T55. Da kann ich drauf schießen, wie ich will. Ja, gut, da ist Feierabend. Oh Gott. Es ist heute wieder zu warm. Eindeutig. Ob ich mit Hash durchkomme, aber ich glaub's nicht. Der ist tot. Boah, ist jetzt irgendwie eine ungünstige Situation, hier so mit dem Feld zu stehen und zu reparieren. Naja, schieben wir es wieder auf die 30 Grad. Ist ja wieder so richtig schönes Wetter. Oh, ich würde jetzt gerne in den Panzer sitzen, die haben bestimmt Klimaanlagen. Ich rede noch von diesem Fluch der Autokanonen, ne? Fuck. Hab ihn nicht mal gesehen, noch einmal tackert's in die Seite rein. Oh, der steht da. Ja, gut, ich glaube, das ist so eine Quick Round. Machen wir gleich nochmal besser. Bist du raus? Ne, ich bin noch mit der Flak drin, aber wirklich viel reißen will ich damit nicht. Wo hab ich den Kerl krieg? Ich weiß leider nicht, wo er steht. Relativ auf links von dir. Also da, wo der Jagdtiger vorher stand. Steht er immer noch. Okay, da kam gerade ein ATGM. Boah, das gibt's nicht. Yo. Alter, mit was für Bomben schmeißen die Viecher denn? 500 Kilo meistens. Ich muss doch Progress machen. Die Maus ruft doch so laut. Ja. Ach komm! Oh, jetzt steht da schon rechts eine und schießt in den Spawn rein. Da wo es schießt. Ja. So dünn scheint der BMP-2 nicht zu sein. Yay. Ist raus? Nee, einmal darf ich noch rein. Riesenbäume im eigenen Spawn, sowas liebe ich doch. Können wir jetzt? Ja, raus. Wenn keine dastehen würden, würdest du dich auch beschweren. Nö, dann hätte ich mit meinen chemischen Rounds durchschießen können.
viel habe ich denn noch für den 10.5? Ah, 156.000. Der Sprung ist einfach asozial. Von 78 auf 160.000 ist einfach zu viel auf einmal. Ja, ist schon heftig. Aber morgen kann ich wieder früh arbeiten gehen, kann ich wieder früh heimkommen. Nee, ich bin echt mal gespannt, wann der Patch jetzt droppt. Nee, kann ich tatsächlich doch nicht. Ich muss morgen mein Auto in die Werkstatt bringen. Oh, was kaputt? Nö. Inspektion, TÜV und Abgasuntersuchung. Du stinkst zum Arg, Mann. Das wird teuer. Das wird richtig teuer, glaube ich. Und wenn ich Pech habe, brauche ich eine neue Reifen. Wie lange hast du die schon? Seitdem das Auto existiert, 2013er. Ja, okay, das ist ja ein Stückchen schon. Ja, aber die sind noch gut, also Profil ist noch nicht runter. Ich fahre ja nicht so viel. Ich blick's nicht. Die HE ist sekundär, wird trotzdem als primär ausgewählt. Na gut. Das ist ungewöhnlich. Oben C, oder? Bitte? Oben und dann zu C, oder so. B unten? Naja, gut, jetzt C. Ich wäre jetzt eigentlich in B gespawnt, aber was sind wir denn? Der hat schon die hübsche Tarnung. Ich mag diese Radpanzer hier echt gerne, aber leider sind die halt echt MG-Futter. Na ja, gut, das sind halt keine Kampfpanzer. Boah, beim Centauro wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Meistens sind da jetzt ja nur irgendwelche Aufklärungs- oder Transportfahrzeuge, wo sie dann irgendwie was draufgeschraubt haben, damit es nicht sofort Grütze ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Striker war von vornherein als Kampffahrzeug gedacht, oder? Das amerikanische Ding mit der 105er. Das ist halt ein Unterstützungspanzer. Aber von dem habe ich auch nie wieder was gehört, so richtig. Egal wo die Amis im Krieg sind, es sind irgendwie immer Bradleys und Abrams vorne dran. Ja gut, was brauchst du noch mehr? Das, was du immer siehst, sind Abrams, sind Bradleys, sind Apaches und allerhöchstens vielleicht nochmal eine Arti. Also so eine Feste auf Rädern. Oh. Wurde schon beschossen? Alter! Ach, dezent. Von A. Nein, nicht von A. Noch nicht von A. Ups. Komm schon. Scheiße, ich habe keine Ketten mehr. Fällt mir gerade auf. Kannst du noch smoken? Nope. So, gib Vollgas. Fahr! Hä? Warum? Ah, du hast Gas gegeben, bevor der Reparaturzyklus vorbei war. Gut, Finger weg. So, bei Null warten und dann... Das ist total bescheuert. So, jetzt. Achtung, das ist die Wand. Boah, komm! Ich würde ja versuchen, dich zu ziehen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Penner. Tut mir leid. Lol, die schießen jetzt auf andere. Scheiße, mein Geschützverschluss ist im Arsch. Das ist wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann. Lol, ich sterb einfach nicht. Die GMs fliegen durch mich durch. Na, durch dich nicht. Nee, durch mich nicht. So, endlich, meine Güte, das hat ja ewig gedauert. Ja gut, was soll ich sagen? Das Ding platzt halt direkt, ne? Boah, ich stelle mich jetzt einfach in den Arsch der Welt und rotz die weg. Hast du im Chat gelesen? Ja, und ich muss sie momentan beipflichten. When can I sell my shit open? Naja, gut, warte mal auf die Stadtmap.
Das Ding ist ja definitiv nicht dafür gemacht, über offenes Feld zu fahren. Ja doch, das ist. Das hat eine der höchsten Mindestgeschwindigkeiten im ganzen Spiel. Ja. Also es ist halt ein Sniper. Genau. Ja. Du stellst dich an den Arsch der Welt und rotzt sie weg, aber du fährst nicht über offenes Feld. Nee, das nicht. So, ihr Penner, jetzt snipe ich euch auch. Gucken, wie ich jemanden finde. Warum ist da gerade ein Baum gefallen? Der Mühle sichert hoffentlich nach rechts. Ich bin ja echt mal gespannt, ob ich irgendwann mal eine gescheite Radpanzerrunde live hinkrieg. Also ich hatte schon halbwegs gescheite Runden. Aber das ist meistens irgendwann alleine, dass es keiner sieht. Da. Oh komm, oh ja, das wird. Nein! Oh come on! Ich habe echt Glück, ich hasse 7-7. Na ja, gut, wir sind ja nicht auf 7-7. Was sind wir denn? Also mindestens 8-0. T62, ich weiß gerade nicht, was der T62 ist. Ist der 8-0 oder 8-3? Hm. Wow! Bin gerade nicht so zufrieden, ey. Ich glaube, ich. Zum Grinden gehe ich wieder ein bisschen runter. Ich bin mir nicht sicher, wie ich fahren soll. Das ist eigentlich eine Todesfalle. Also die Stadt ist dominiert und A. Also du bist quasi im Kreuzfeuer, wenn du jetzt rausfährst. Au. Oh. Really? Was really? Ist denn da? LOL! Ich räche dich, der verliert. Ich hab den nicht gehört. Ey Leute, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit Radpanzern. Ausgenommen Centauro und AMX-10, also die guten großen, ob ihr damit gute Runden hinkriegt. Also mir fällt das extrem schwer. Also welchen ich halt immer total nervig fand, ist der R3, aber... Ja gut, der hat halt den Battle-Rating-Vorteil, ne? Ja. Weil der geht einem echt immer auf den Sack. Der macht ja echt alles fertig. Ja gut, der ist halt schneller als alles andere und die Kanone reicht. Nein, vorbeigeschossen! Lebt der BT5 immer noch? Nee, den habe ich weggemacht. Okay. Ah Mann, ich habe gerade die Chance gehabt. Ein BMP zu killen und hab's versemmelt. Ups. Wurstfinger-Alarm. Ach du Kacke. Muzzle Velocity von. Also irgendwo. Ja, ist ein Ding. Yo. Ich hab's verstanden. Oh
Auch BMP bewegt dich, ich werde mich nicht bewegen. Das ist ja fast nicht vorzeigefähig, was wir hier gerade abliefern. Ja, fast. Ist noch ausbaufähig. Aber ich habe von vornherein ja gesagt, bei mir sieht man alles. Machst du ja auch so. Fast. Was heißt denn hier fast? Nur weil ich Folgen wegwerfe, wenn sie scheiße sind. So, und wann guckt er raus? Wann bin ich tot? Ah, jetzt. Aber durch ein Object. Oder war das ein Object? Ist nicht der. Das war ein Object. Sah nur aus wie ein BMP von der Seite. Naja, macht's nicht besser. Ich bin raus. Ja, ich folg dir gleich. Da konnte man gerade. Ah, Mist, war zu spät dran. Den hätte ich ja auch noch gerne, den Raketenjagdpanzer, aber. Nur weil er so cool aussieht. Na geht doch, ich habe echt schon irgendwie gezweifelt. Welcher? Den normalen oder den Zweier? Zwei. Der mit der einzelnen Rakete? Ne, der hat zwei Raketen. Ach stimmt, das sind ja beides im Zweier-Modell. Ja, aber der erste taugt nichts. Das sind WASD-Guidance. Das ist richtig bescheuert, du kannst sie also wirklich komplett still nur steuern, weil dein Panzer halt nicht mehr reagiert dann. Ja. Und es ist halt alles invertiert. Ja, so wie so im alten Flugsimulator. Und da war gerade irgendwie ein M113, schlag mich tot, Tau. Dann wird man wahrscheinlich auch so steuern müssen, oder? Nee. Es gibt ja zwei Varianten. Also die eine, ich weiß gar nicht, die Italiener haben davon gar nichts. Das sind diese S-11 Raketen von den Franzosen, diese großen knubbeligen, die halt auch der Raketenjagdpanzer drauf hat. Nee. Das war ja eine ganz normale Tau. Also da passt nicht so ein fettes Ding in so ein Rohr rein. Ja gut, dann war das der weitere. Dann hat der aber nur eine Rakete. Ja, der hatte nur eine. Okay, ja, die kannst du mit Maus-Aim steuern. Auch während der Fahrt sogar. Greift er dich an? Wo ist der? Wieder im Baum. Ich glaube, ihr fahrt gerade, ja, da hinten ist er. Redest du von einem Fahrzeug? Nee, Flugzeug. Okay, ich dachte gerade schon. Na gut, er ist jetzt halt direkt hinter der Baumreihe, vor der du stehst. Treffer? Das ist so ein Feuer. Witz, das Ding. Komm, Fackel ab. Nein! Ach, und da kommt der Jet zur Rettung. Versuch das nochmal! Hast du noch einen, oder? Ja, ich hab einen Gutschein für die Möhre. So, wo ist der Jet? Siehst du ihn? Nee. Also der fliegt sehr hoch. Ne. Die Möhre hat echt überlebt. Nein. Hi. Aber den Jet sehe ich mich. Oh Mann. Scheiße. Was sagt die Uhr? 24, 35. Komm, einer geht noch. Das wird sicher super. Ah, der rückt in weite Ferne. Was? Der Sieg? Nee, der Tiger 2. Ach. Und die Maus erst recht.
gib mir deine Account-Daten, ich grind ein bisschen. Ich brauch vor allem Silverlines, sehe ich gerade. Also Silverlines schwimme ich dank dem Event schon. Ja gut, schwimmen kann man nicht sagen, aber ich habe ein gutes Polster. Ja gut, ich musste jetzt halt die letzten Tage relativ viele Panzer kaufen. Ja gut, das stimmt. Ah. Weiß gar nicht, was kosten die 6, 7, 200.000, 300.000? Was stand da eben? 390, glaube ich. Oben rum würde ich sagen, oder? Ja. Die machen wir fertig, ey. Eben habe ich den unten rechts den Spawn gar nicht gesehen. Sehr gut. Alter, was ist denn das für eine behinderte Aufteilung? Ich fahre hier komplett C-Linie lang. Hä? Gehen wir nicht cappen? Nee, mit dir Möhre gehe ich nicht cappen. Da reicht ein Artischlag 20 Meter entfernt. Wie ist denn der Punkt? Ist der leer? Einfach planes Feld? Wenn du die Map im Kleinen spielst, ist es da oben, wo die Panzerwracks stehen, beziehungsweise wo dieses kleine Dorf ist. Okay. Ja. Also man kann sich da schon verstecken. Könnte klappen. Aber wir sind so hoch eingestuft, dass moderne MBTs rumfahren, die ähnlich schnell sind. Die haben halt einen Stabi, musst du überdenken. Die sind nur ähnlich schnell, die sind nicht so schnell. Ja gut, der hier neben mir fährt 50 Sachen mit mir. Easy, 53. Okay, mal gucken, wann ich platze. Ist immer so schlimm, wenn man irgendwie fährt und man hat so eine Hügelkette dazwischen und wenn einer am Horizont dann auftaucht, du denkst dir nur schon so, fuck. Ja. Noch ist es nicht passiert. Oh, hier ist ein schönes Hügelchen, das ist gut, das... Ups! Alter, Respekt! Ich habe gerade einen dicken Baum umgenietet. Ich hätte eher gedacht, dass mein Chassis kaputt geht. Komm, noch ein paar Meter, noch ein paar Meter, noch ein paar Meter. Ah, scheiße, da ist schon einer. Weiß gar nicht, wie dick ist so eine Autokarosserie? Weißt du das? Eine normale? Ja. Wie viel Millimeter stark sowas ist? Halben Millimeter? Ach doch, nur so wenig. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die mehr als einen Millimeter haben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Oh, scheiße. Oh, das ist ganz witzig. Hier ist schon leider. Ja, wobei, ich glaube den erschrecken sie gerade ein bisschen. Ich glaube direkt vor mir steht irgendwo einer. Oh, hinter. Scheiße, hinter mir ist einer von unseren Leuten hochgegangen und ich bin dadurch ist mein Bruder kaputt gegangen. Das ist echt ungünstig. Ich muss es heute aber auch spannend machen, ey. Boah, das ist. Ich weiß nicht, bei 8-7er Matches geht mir die Pumpe immer völlig anders als bei alles, was drunter ist. Das ist halt alles stabilisiert. Kacke, ey. Von wo wurde der beschossen? Ich mache hier einen Hit mit dem anderen mit meiner Adi, aber ich sehe sie nicht. Muss ja da dann stehen. Hinter dem Häuschen. Und da steht er auch. Ja, da hätten wir den effektiveren großen Bruder. Ach, das ist doch zum Heulen. Naja, immerhin. Dicken russen Panzer gekillt. Mit was bin ich bei Russen besser bedient? Mit APDS oder mit Hash? Also ich benutze sehr gerne Hash. Oh, da weiß ich immer so schlecht, wie die fliegt. Die fliegen nicht so gut. Ja, es ist immer, immer irgendwo ein T-55.
Die sind aber auch echt überrepräsentativ, finde ich. Also das Oh wow. Die kommen alle von C zurück. Wie? Ja, wir haben doch C verloren. Und das sind zwei Stück, die sind von C in meine Richtung gefahren. Hm. Ja, gut. Eigentlich. Ja. Guck mal, vielleicht haben wir mit dem Flieger ja ein bisschen Glück. Und wenn nicht, ist die Runde halt wenigstens schnell vorbei, ne? Ich hoff's. Es muss jetzt auf jeden Fall. Also ich brauch Punkte. Hast du dir unser Team mal angeguckt? Es ist non-existent im Vergleich zum Gegner. Alter, wie, auf was will der schießen? Auf ein Flugzeug oder was? So, ich schieße. Also ich warne dich, ne? 90 Grad rechts von dir sind zwei T-55. Ja, der eine hat mich ja gekillt. So, nee, das ist nicht 90 Grad. Ich flieg's einfach an. Hat eigentlich drauf, dass der Zetauro platzt und ich weiß, woher es kommt. Aber er platzt. Oh, ja, okay. Das ist hinter euch. Nee, das kann gar nicht sein. Von wo wurde der geschossen? Okay, der. Oh, doch, tatsächlich. Der Tiger hat sich auch gerade umgedreht. Und ich habe auch gerade den Schuss gesehen, aber wo zum Teufel? Ich flieg's an. Ist gekrittet. Jo, ich seh ihn. Gib ihm, das ist ein Object. Wow, ey, diese Mühle hält ja nichts aus. Na, Amix 30, super, ey. Ah, ich hätte es einfach lassen sollen. Ich hätte es einfach lassen sollen, wenn ich ihn geht. Ich hab einen Kill! Auch einen Kill. Juhu! Kannst dir erstmal den AMX 30 holen. Der ist auch da in der Baumreihe gewesen, wo das Object war, oder? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Der Super? Ja. Ja, das dürfte die markierte Möhre sein. Könnte ich sogar killen. Ich fahre jetzt einen ganz großen Bogen um den. Ich fahre jetzt in die Stadt und werde auf dem Weg dorthin wahrscheinlich auch krepieren. Das war nichts. Nö. Ich darf noch mal. Du bist ja auch Erster im Team, weil du einen Kill gemacht hast. Oh, sogar schon zwei. Ist der BMP gestorben? Keine Ahnung, es sind zwei Kills. Hä, was habe ich denn noch gekillt? Oh, ich kann es schon spüren, wie ich B cappe. Nein. Davor sind bestimmt so viele Gegner. Ich bin ja bei diesem Temperaturschub schon wieder am gucken, ob es billige Klimaanlagen irgendwo gibt. Für die paar Tage im Jahr, wo es wirklich so dermaßen heiß ist, dass man eine Klimaanlage braucht. Keine Ahnung, wie viel gibt es davon? 10? Naja gut, es kommt ja immer drauf an. Du hältst wahrscheinlich mehr Hitze aus als ich. Also ab 20, 25 Grad finde ich es schon super unangenehm. Alter. Ja gut, dafür mag ich sowas wie minus 10 Grad. Sehr gerne. Ich heiz im Winter auch nicht. Ich bin so kummelig, ich heiz im Winter nie. Nee, bei mir ist es eigentlich relativ wurscht. Ich habe kein Problem mit irgendeiner Temperatur. Ich mag es nur nicht, wenn es so schwül wird. Ja gut, das haben wir hier halt leider überall, ne? Ja. Norwegen, Mann. Irgendwann. Pff, Arbeitskollege war jetzt gerade in Norwegen, da war es jetzt auch nicht viel besser allgemein. Wo? Au. Keine Ahnung. Natürlich, T-55.
Ich weiß bei welchem Kunden, aber. Ach, jetzt habe ich mit der Flak nochmal rein. Alter, was ist denn hier los, ey? Ich bin jetzt fast bei B und habe keinen Panzer gesehen. Also, da stehen zwei bei C5. Interessiert mich nicht, bin ich schon lange dabei. Also, die können in die Stadt reinschießen. Nee, dafür fliegen die Kugeln zu gerade von denen. Was ist das? Eine MiG-15? Was sind die denn alle? Ich traue mich ja fast nicht in Cap zu fahren, wahrscheinlich, weil irgendwo irgendeiner steht und wartet auf solche Leute wie mich. Na gut, wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht erfahren. Ich bin ein Haus. A house in the middle of the street. Den Panzer habe ich halt leider noch nicht in Smoke, das ist... Der bringt bei dem leider auch nicht viel. Oh mein Gott, ich werde beschossen und es kommt Arti. Jungs! Komm, zeig dich, zeig dich. Ach, fuck! Das Flugzeug? Ja, und ich glaube, ein Panzer hat mich beschossen. Jo, von C aus. Und ich kann meine Kanone nicht weit genug drehen, dass ich auf den schießen kann. Lol, gebounced. Haha. Und nochmal. Nope. Na gut. Rakete von hinten. Okay, also da haben tatsächlich ein paar. Wo von hinten? Ja, der steht jetzt im Cap drin. Boah, Leute, jetzt habe ich aber auf die Fax. Scheiße, ich kann das nicht. Reicht nicht mehr. Nein. Und jetzt bum bum Bradley tot. Naja. Kacke. Zum Abschluss nochmal der T55. Ach, Leute. Boah, dadurch bin ich sogar noch erst am Team geworden. Ja, tut mir leid, liebe Leute. Wir haben es versucht. Es ging heute einfach nicht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.